Unter der Lupe, der Politikpodcast von Abgeordnetenwatch.de. Ab dem 9. Juni, jeden zweiten Mittwoch, überall da, wo es Podcasts gibt. Mein Name ist Josephine Andreoli und ich bin Investigativredakteurin bei Abgeordnetenwatch. In Unter der Lupe nehme ich euch bis zur Bundestagswahl mit hinter die Kulissen der Politik. 2021 ist mit 6 Landtagswahlen und der Bundestagswahl im September ein richtiges Superwahljahr. In 8 Folgen spreche ich mit Abgeordneten über ihren Alltag, die Probleme von Nebentätigkeiten und Parteispenden, Demokratie und wie ihre Arbeit im Bundestag eigentlich genau funktioniert. Unter der Lupe, der Politikpodcast von Abgeordnetenwatch.de. Ab dem 9. Juni, jeden zweiten Mittwoch, überall da, wo es Podcasts gibt. Hi und herzlich willkommen zu Unter der Lupe, der Politik-Podcast von Abgeordnetenwatch.de. Mein Name ist Josephine Andreoli und ich bin Investigativredakteurin bei Abgeordnetenwatch. Das Ziel unserer Arbeit ist, mehr Transparenz zu schaffen und damit das Vertrauen in die Politik zu stärken. Auf unserer Website findet ihr Recherchen zu Missständen und Verbesserungsvorschläge an die Politik. Außerdem habt ihr dort die Möglichkeit, in direkten Kontakt mit euren Abgeordneten zu treten. 2021 ist mit 6 Landtagswahlen und der Bundestagswahl im September ein richtiges Superwahljahr. Darum nehme ich euch in Unter der Lupe bis zur Bundestagswahl mit, hinter die Kulissen der Politik. In 8 Folgen spreche ich mit PolitikerInnen über ihre Arbeit im Bundestag. Ich schaue mir an, was eigentlich in den Ausschüssen passiert, wie die Fraktionen Mehrheiten organisieren und warum Lobbyismus zwar ein wichtiger Bestandteil der Politik ist, aber auch gefährlich für unsere Demokratie sein kann, sofern er denn hinter verschlossenen Türen stattfindet. In unserer ersten Folge geht es um Gesetze und wie sie gemacht werden. Denn das ist ein langer und manchmal auch ganz schön komplizierter Prozess. Und den schauen wir uns gemeinsam mit Kerstin Griese an. Die Münsteranerin ist Abgeordnete der SPD und arbeitet seit 2018 als parlamentarische Staatssekretärin im Bundesarbeitsministerium, das derzeit von Hubertus Heil geführt wird. Als Staatssekretärin ist sie Vermittlerin zwischen der Regierung und dem Parlament und hält die Verbindung zu den Ausschüssen, Arbeitskreisen und auch den anderen Parteien. Außerdem vertritt sie ihren Minister, also Hubertus Heil, wenn der verhindert ist. Mit Kerstin Griese spielen wir den Weg, den so ein Gesetz durchläuft, einmal durch. Von der Idee über die Ausarbeitung im zuständigen Ministerium bis zur Verabschiedung im Bundestag. Und zwar am Beispiel vom viel diskutierten Lieferkettengesetz. Und nur damit ihr Bescheid wisst, wir haben diese Folge schon am 20. April 2021 aufgenommen. Im Gespräch erzählt mir Kerstin Griese, ob es eigentlich stimmt, dass LobbyistInnen den Gesetzentwurf zum Teil schon vor dem MinisterInnen zu sehen bekommen und wie die Ministerien und Koalitionsparteien miteinander um Kompromisse in den Gesetzestexten ringen. Und falls mal Fachbegriffe auftauchen, die ihr nicht kennt, schaut doch einfach in den Shownotes nach. Ich habe euch da ein kleines Glossar zur Folge angelegt. Und jetzt legen wir mal los. Hallo Frau Griese, schön, dass Sie zu Gast bei uns im Podcast sind. Hallo und einen schönen guten Tag. Wie entsteht eigentlich ein neues Gesetz?
Erstmal gibt es eine Idee, was man gesetzlich verändern möchte, wie man die Welt verbessern möchte, was man regeln möchte. Diese Idee entsteht meistens unter den Gesprächen von Abgeordneten, in den Debatten über das Wahlprogramm. Oft beginnt es damit, dass in einer Koalitionsvereinbarung eine Idee festgehalten wird, die zum Beispiel von einer der Parteien in ihrem Wahlprogramm vorgeschlagen wurde. Dann steht das im Koalitionsvertrag und dann geht es los, wenn der Bundestag zusammentritt, wenn die Bundesregierung gebildet ist, dass man sich dran macht, ein solches Gesetz zu entwickeln. Also es gibt einmal den Weg, dass die Bundesregierung ein Gesetz vorschlägt, dann wird das sehr stark von den Beamtinnen und Beamten, von vielen Juristinnen und Juristen in den Ministerien entwickelt, natürlich immer in politischer Rücksprache. Und es gibt aber auch den Weg, dass Abgeordnete selbst einen Gesetzesvorschlag machen und in den Bundestag einbringen, meistens als Fraktion, also einen Fraktionsvorschlag. Und es gibt auch die seltenen, aber immer sehr spannenden Fälle, dass Abgeordnete sich aus mehreren Fraktionen zusammentun. Bei den Gewissensfragen ist das oft der Fall, wo es um Anfang oder Ende des Lebens geht zum Beispiel. Und da tun sich dann Abgeordnete aus verschiedenen Fraktionen zu einem sogenannten Gruppenantrag zusammen. Und wenn es mindestens 5% der Abgeordneten sind, dann kann der Antrag auch im Bundestag gestellt werden. Ist es richtig, dass die meisten Gesetzesentwürfe von der Bundesregierung, also den Ministerien, erarbeitet werden? Genau, die meisten Gesetzentwürfe kommen von der Bundesregierung, aber sie haben eben ihre Ursache oder sind entstanden, weil sie von den Parteien vorgeschlagen wurden, von den Fraktionen dann verhandelt wurden, in den Koalitionsvertrag geschrieben worden sind. Und wenn man dann eben Partei ist, die regiert, dann ist es wichtig, dass man eben eng mit dem Ministerium zusammenarbeitet und dann kommt ein solcher Referentenentwurf aus dem Ministerium. Und der erste Schritt ist dann, dass der von der Bundesregierung im Kabinett beschlossen wird. Das Kabinett tagt immer mittwochs vormittags um 9.30 Uhr. Und da werden Gesetzentwürfe beschlossen und dann werden sie dem Parlament und dem Bundesrat zugeleitet. Und die befassen sich dann ausführlich damit. Und im Parlament werden sie sehr intensiv beraten, oft auch noch verändert. Das ist mir ganz wichtig. Wir haben im Bundestag immer den geflügelten Satz von dem Struckschen Gesetz. Das beruht auf Peter Struck. Das war ein legendärer SPD-Fraktionsvorsitzender. Und der hat immer sehr auf die Rechte des Parlaments geachtet. Nämlich, dass nicht einfach das abgenickt wird, was von der Bundesregierung kommt, sondern dass das Parlament anständig, intensiv berät, Stellungnahmen einholt, Änderungsvorschläge debattiert und auch Änderungen an Gesetzen macht. Und deshalb heißt das Strucksche Gesetz, kein Gesetz verlässt das Parlament so, wie es reingekommen ist, weil eben im Bundestag, besonders in den Ausschüssen, ganz intensiv über jedes Gesetz beraten wird. Sie hatten eben schon den Referentenentwurf angesprochen. Vielleicht können wir ja einmal, um Klarheit in das Ganze zu bringen, ein paar Begrifflichkeiten klären. Können Sie einmal den Unterschied zwischen einem Eckpunktepapier, einem Referenten und einem Regierungsentwurf erklären? Ja, manchmal macht man bei Gesetzesvorhaben ein Eckpunktepapier. Das ist noch kein ausformuliertes Gesetz, sondern das sind die grundsätzlichen Inhalte und Ziele. Ich sage mal ein Beispiel. Gerade debattieren wir intensiv das Lieferkettengesetz oder wie es richtig heißt, das Gesetz über die unternehmerischen Sorgfaltspflichten in Lieferketten. Da geht es darum, dass keine Menschenrechtsverletzungen stattfinden sollen, wenn Produkte entstehen, hergestellt werden, die hier in Deutschland verkauft werden. Und das ist so ein Gesetz, wo es viel Debatten vorher gab. Und dann macht man manchmal erstmal Eckpunkte. Das machen dann meistens die Ministerinnen und Minister, die dieses Gesetz vorschlagen wollen. Da macht man manchmal erstmal Eckpunkte, um sozusagen abzusichern, was wollen wir eigentlich in dem Gesetz regeln, was sind die grundsätzlichen Inhalte. Dann kommt der sogenannte Referentenentwurf. Der heißt so, weil er erstmal von den Referentinnen und Referenten des Ministeriums geschrieben wird, natürlich vom Minister oder von der Ministerin abgesegnet wird und intensiv mit dem besprochen wird. Aber dieser Referentenentwurf blickt dann erstmal das Licht der Öffentlichkeit. Wir haben auch die Regel, dass wir das alles auf unserer Homepage veröffentlichen. Ich bin ja im Bundesministerium für Arbeit und Soziales. Wir machen sehr viele Gesetze und wir veröffentlichen auch diese Referentenentwürfe immer. Und dann ist die Phase der sogenannten Verbändeanhörung. Die ist noch nicht im Parlament, sondern die ist erstmal im Ministerium. Dann wird also dieser Gesetzentwurf einer Vielzahl von Verbänden zugestellt. Also ich sag mal bei dem Thema Grundrente auch ein großes Gesetz, was wir gemacht haben. Natürlich der Deutschen Rentenversicherung, den Gewerkschaften, den Arbeitgebern, den Sozialverbänden. All diese bekommen dann die Möglichkeit, dazu eine Stellungnahme abzugeben. Jetzt beim Lieferkettengesetz sind es natürlich auch sehr stark die Wirtschaftsverbände, aber eben auch die Verbände, die sich für fairen Handel engagieren, für eine Welt engagieren, die Dritte Weltorganisationen und so weiter. Und diese Verbändeanhörung ist auch wichtig, weil nämlich danach auch nochmal im Ministerium geguckt wird, sind da wichtige Anregungen? Haben wir da vielleicht was nicht klar ausgedrückt? Könnte man das und das vielleicht besser formulieren?
Von wem stammte denn die Idee für das Lieferkettengesetz? Ach, das ist eigentlich ganz spannend, weil das auch eine Debatte ist, die es sehr stark in der Zivilgesellschaft gibt. Also die ganzen Organisationen wie Brot für die Welt oder Miserior, die sich für fairen Handel engagieren, haben immer wieder gesagt, man muss eigentlich was tun, damit auch Deutschland sich an diese Pflichten hält, damit auch Deutschland stärker darauf achtet, wie wird eigentlich das T-Shirt produziert, was ich anziehe, wo kommt der Kaffee her, finden da zum Beispiel Kinderarbeit oder Sklavenarbeit statt bei der Herstellung. Werden da giftige Stoffe verwendet? Das ist ja auch immer mehr ein Thema für uns alle, für uns Verbraucherinnen und Verbraucher, dass wir Sachen kaufen wollen, wo wir uns sicher sind, dass sie nicht unter schlimmen Umständen entstanden sind. Gleichzeitig hat die Bundesregierung einen nationalen Aktionsplan Wirtschaft und Menschenrechte aufgelegt, in dem verabredet worden ist, dass die UN-Leitprinzipien umgesetzt werden. Und dazu gehörte eben, dass die Unternehmen erstmal freiwillig diese Sorgfaltspflichten einhalten sollen. Und zu diesem nationalen Aktionsplan gab es ein sogenanntes Monitoring, also eine Beobachtung, eine Auswertung. Und dabei ist rausgekommen, dass nur sehr wenige Unternehmen das freiwillig machen. Und wir hatten im Koalitionsvertrag vereinbart, dass wir als erste Stufe dieses freiwillige Engagement der Unternehmen uns ansehen, ob sie sich freiwillig darum kümmern, dass ihre Lieferketten nach den menschenrechtlichen Standards in Ordnung sind. Und haben aber auch schon im Koalitionsvertrag vereinbart, wenn das nicht ausreicht, muss ein Gesetz her. Die Idee stand also und sie war auch im Koalitionsvertrag festgehalten. Und dann? Ja, und dann gab es schon eine sehr lange heftige Auseinandersetzung, weil das Wirtschaftsministerium große Probleme damit hatte. Wir haben die interessante Konstellation, dass Hubertus Heil als Arbeits- und Sozialminister sich sehr stark engagiert für dieses Gesetz und auch Gerd Müller als Entwicklungshilfeminister. Das Wirtschaftsministerium ist natürlich traditionell sehr eng mit den großen Wirtschaftsverbänden verbunden und die haben natürlich viele Bedenken immer wieder zu Protokoll gegeben und gesagt, wir halten das für zu aufwendig, für zu schwierig, wir wollen das nicht. Aber viele, auch glaube ich nächtliche, aber stundenlange Gespräche zwischen den drei Ministern, Herrn Altmaier, Herr Müller und eben Hubertus Heil, also dem Minister, bei dem ich Staatssekretärin bin, haben ergeben, dass man jetzt endlich einen Regierungsentwurf hat. Das Kabinett hat das schon beschlossen. In welchem Fachreferat wurde denn der erste Entwurf erarbeitet? Das wurde bei uns in der sogenannten internationalen und europäischen Abteilung erarbeitet. Da sitzen viele kluge Juristinnen und Juristen. Das hat nämlich alles sehr viel auch mit juristischen Fragen zu tun, wie man das rechtlich regelt, damit solche Sorgfaltspflichten auch eingehalten werden, damit die kontrolliert werden können. Wie kann man sich denn die Ausarbeitung von Eckpunkten und einem ersten Entwurf überhaupt vorstellen? Machen das vorrangig dann die BeamtInnen aus den Fachreferaten? Das machen die BeamtInnen aus den Fachreferaten, aber sie halten immer Rücksprache mit dem Minister, wenn es um die Frage geht, was wie geregelt werden soll. Also die machen einen Vorschlag und das muss der Minister immer abzeichnen. Also er muss immer sagen, ich will das so oder so haben. Bei diesem Gesetz zum Beispiel ist es auch ganz interessant, wir hatten zuerst bestimmte Haftungsregeln drin und das war eben mit dem Wirtschaftsministerium nicht durchsetzbar. Jetzt haben wir ein anderes Modell gewählt, wo große NGOs, also Nichtregierungsorganisationen, auch hier in Deutschland als Anwalt für Betroffene auftreten können. Und wenn die Informationen haben, dass irgendwo Menschenrechtsverletzungen stattfinden, dann können sie eben auch hier in Deutschland dafür vor Gericht gehen. Die sogenannte Prozessstandschaft, es sind oft auch ganz schön viele schwierige juristische Begriffe. Und natürlich sind die Inhalte immer alle mit dem Minister abgestimmt. Also die Fachreferenten machen Vorschläge. Der Unterabteilungsleiter oder Unterabteilungsleiterin, AbteilungsleiterIn gucken sich das an und dann geht das bei den Beamten, Staatssekretär, die sogenannte Treppe hoch zum Minister und die wirklich inhaltlich politischen Fragen entscheidet dann auch der Minister und danach wird dann dieser Gesetzentwurf geschrieben und dann ist das hier, ich habe das gerade nämlich extra vor mir liegen, ein dickes Ding, in diesem Fall von 45 Seiten, also ein Gesetzentwurf, wo immer erst Problem und Ziel beschrieben wird. Dann gehört immer dazu, dass der Lösungsvorschlag erklärt wird, Alternativen, die Haushaltsausgaben, was das also alles kosten wird. Und dann kommt eben das ganze Gesetz. Und dann kommt noch eine sehr ausführliche Begründung. Das ist auch nicht unwichtig, denn die Abgeordneten gucken sich natürlich auch die Begründung an, wenn sie das beraten. Und später in der Rechtsprechung wird die auch angeschaut. Ja, und das geht dann in den Bundestag und an den Bundesrat. Eine Begründung dafür, warum es das Gesetz braucht oder was für eine Begründung ist das? Das ist eine sehr detaillierte Begründung zu jedem einzelnen Paragraphen, was der genau bedeutet, wie der umgesetzt wird. Und das wird für jeden einzelnen Paragraphen ausführlich erklärt. Es ist manchmal spannender, die Begründung zu lesen. Da habe ich schon viel daraus gelernt. Und oft kann man auch viele Nachfragen, die es zu einem Gesetz gibt, erklären, wenn man in die Begründung reinschaut. Wie lange dauert das denn im Schnitt, bis so ein erster Entwurf steht generell? Also jetzt mal abgesehen von den Gesetzen, die rund um Corona entstehen. Ja, wie gesagt, rund um Corona kann es auch mal schnell gehen, da kann es auch mal in einer Woche gehen. Aber ansonsten dauert es schon ein paar Monate, würde ich sagen, bis so ein Gesetzentwurf da ist. Und je nachdem, wie politisch heikel er ist und dann, ob er noch mal intensiver diskutiert werden muss, manchmal geht es sogar bis in den Koalitionsausschuss. Also dann ist es sozusagen, wenn es ganz schwierig ist, muss es in den Koalitionsausschuss, dann muss es nochmal von den
Spitzen der Parteien und der Fraktionen betrachtet werden. Und dann kommen aus dem Koalitionsausschuss dann eben wieder Beschlüsse, wie das Gesetz genau ausgestaltet werden soll. Aber so ein paar Monate ist schon der Normalfall. Es stand dann also eine erste Vorlage für das Lieferkettengesetz, der sogenannte Referentenentwurf. Wenn es soweit ist, wird normalerweise eine sogenannte Hausabstimmung durchgeführt, bei der alle organisatorisch und auch fachlich betroffenen Stellen über den Entwurf abstimmen. Gab es diese Abstimmung auch beim Lieferkettengesetz? Oh, jetzt gehen Sie echt richtig ins Detail. Ja, man macht dann immer mit dem Gesetzentwurf eine Hausabstimmung, also mit allen Referaten, allen Abteilungen des Ministeriums. Und in diesem Fall war es auch noch deshalb komplizierter, weil drei Ministerien beteiligt waren. Das Wirtschaftsministerium, das Ministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit, also Entwicklungshilfe, und das Ministerium für Arbeit und Soziales. Aber es ist ganz klar geklärt worden, wer die Federführung hat. Das ist nämlich immer wichtig, sonst endet es im Chaos. Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales hat die Federführung. Und ja, das wird erst intern abgestimmt mit allen Referaten, weil zum Beispiel das Referat, was für Arbeitsrecht zuständig ist, noch eine kluge Anmerkung dazu hat, was jetzt der internationale Bereich noch nicht auf dem Schirm hatte und so weiter. Und dann ist es eben ein Referentenentwurf, dann geht er in die Anhörung mit den Verbänden. Das ist erst noch ein Prozess innerhalb des Ministeriums, dann können also viele Verbände ihre Meinung dazu sagen. Und dann geht es ins Kabinett und wird Gesetzentwurf der Bundesregierung. Für die Ministerien gehört es zur Prozedur, Verbände und Unternehmen um ihre Einschätzung und auch Expertise zu bitten. Im besten Fall macht dieser Austausch ein Gesetz dann noch besser. Aber so oder so handelt es sich eben um Lobbyismus. Deswegen ist es sehr wichtig, dass auch tatsächlich alle Gruppen angehört werden, also auch NGOs und solche, die über weniger Ressourcen verfügen. Die Verbände und Unternehmen arbeiten nämlich darauf hin, dass ihre Interessen möglichst weitgehend übernommen werden. Sollten ganze Textpassagen aus den Stellungnahmen einer Firma übernommen werden, ist das für die natürlich ziemlich gut. Für die Politik ist das eher ein Armutszeugnis. Die Beteiligung von Verbänden, wie zum Beispiel Gewerkschaften oder auch Arbeitgeberverbänden, beginnt oft schon bevor der Gesetzentwurf überhaupt in den Bundestag eingeht. Das hängt damit zusammen, dass die Ministerien sowieso in regelmäßigem Austausch mit ihnen stehen. Kerstin Griese findet das gut. Ich finde das übrigens auch legitim und wir legen es auch offen. Also wir werden auch immer gefragt vom Parlament, mit wem habt ihr alles über den Gesetzentwurf vor Kabinettbefassung gesprochen? Und dann führen wir auch sogar Buch darüber, mit wem wir alles darüber sprechen, also wer sich da alles bei uns meldet. Ich bin auch persönlich sehr für Transparenz und ich finde das auch nicht schlimm. Ich finde es gut, wenn sich Menschen engagieren. In dem Fall ist es ja mal etwas, wo sich zum Beispiel sehr viele Eine-Welt-Gruppen engagieren, auch sehr viele kirchliche Gruppen, sehr viele gewerkschaftliche Gruppen, sehr viele Menschenrechtsgruppen für dieses Gesetz. Und deshalb, glaube ich, ist das auch eine gute Sache. Kennen die LobbyistInnen den Referentenentwurf dann aber schon vor dem Minister? Das hoffe ich nicht. Das hoffe ich nicht. Es gibt immer mal so Durchstechereien. Bei uns glaube ich nicht, hoffe ich. Aber eigentlich veröffentlichen wir den Referentenentwurf im Internet, damit die dann auch alle gleichermaßen haben. Es ist natürlich so, dass die inhaltlichen Debatten vorher stattfinden. Also die kriegen natürlich mit, dass diskutiert wird, machen wir das haftungsrechtlich oder machen wir das zivilrechtlich zum Beispiel. Das kriegen die schon mit. Dazu äußern sie sich auch immer mal und vor allem schreiben auch viele Gruppen, Organisationen, Verbände sehr, sehr viele Briefe. Sowohl ans Ministerium, an den Minister selbst, aber eben auch an die Abgeordneten. Aber schicken die Unternehmen und die Verbände ihre Stellungnahmen dann auf Wunsch oder kriegen sie die auch schon ungefragt ans Ministerium geschickt? Also wir kriegen natürlich sehr viele Ungefragte, also ganz viele äußern natürlich ihre Meinung und schicken uns ihre Stellungnahmen. Und es gibt dann eben den formalen Weg bei der Verbändeanhörung, dass eine bestimmte Anzahl von Verbänden aufgefordert wird, eine Stellungnahme abzugeben. Und genauso ist das dann auch nochmal später im Ausschuss, im Bundestag. Da gibt es eben immer angeforderte und unangeforderte Stellungnahmen. Also bei den angeforderten Stellungnahmen, da entscheiden die Abgeordneten vorher. Es gibt immer eine bestimmte Anzahl von Sachverständigen, der sagt dann, die CDU-CSU-Fraktion, ich möchte den und den, die SPD-Fraktion möchte den und den, die Grünen schlagen auch jemand vor, einen Verband oder einen Sachverständigen, Wissenschaftlerinnen, Wissenschaftler. Und das sind dann die angeforderten Stellungnahmen. Und dann gibt es aber immer auch noch eine größere Zahl von unangeforderten Stellungnahmen. Und was passiert mit denen?
Die lesen die Abgeordneten, die lesen wir auch im Ministerium alle nochmal und daraus entstehen auch oft Ideen für Änderungsanträge. Also das ist oft die Grundlage dafür, dass man sagt, dieser und jener Verband, zum Beispiel diese Gewerkschaft oder die Caritas oder die Diakonie oder die Arbeiterwohlfahrt, haben hier noch was gesehen, da schlagen die vor, dass man das so und so besser machen könnte und dann gucken sich die Abgeordneten das an. Und es findet dann auch eine öffentliche Anhörung statt, die ist auch fast immer öffentlich, also über den Parlamentskanal. Im Moment findet das auch digital statt. Dann findet eine öffentliche Anhörung statt. Und da können die Abgeordneten diese eingeladenen Sachverständigen befragen. Und daraus entstehen dann auch Änderungsanträge. Das ist das Strucksche Gesetz dann wieder. Also viele Anregungen kommen dann eben auch von Verbänden. Und man will natürlich auch bei bestimmten Themen, will man ja auch die Leute mitnehmen. Also ich sage mal so ein Beispiel, das bringt ja nicht, so ein Gesetz über die Sorgfaltspflichten in Lieferketten zu machen, wenn hinterher das überhaupt nicht auf Akzeptanz stößt. Man muss natürlich auch immer so in dem Fall sowohl die eine Weltgruppen und die Menschenrechtsgruppen, aber eben auch die Wirtschaft mitnehmen und ihnen erklären, es ist machbar. Ist ja auch eine gute Sache für die Wirtschaft. Und insofern muss man immer so ein bisschen mit allen auch argumentieren und arbeiten, weil man sie auch mitnehmen will auf dem Weg, dass ein solches Gesetz auch ein Erfolg wird. Um zu verhindern, dass Verbände und Unternehmen eigene Textpassagen für Gesetze formulieren und diese unbemerkt in den Gesetzen auch landen, haben wir von Abgeordnetenwatch zusammen mit der Internetplattform Frag den Staat die Kampagne Gläserne Gesetze ins Leben gerufen. Frag den Staat ist nämlich eine Plattform, auf der ihr ziemlich einfach interne Dokumente aus den Ministerien anfordern könnt. Das funktioniert über das sogenannte Informationsfreiheitsgesetz, kurz IFG, das es seit 2006 auf Bundesebene gibt. Dieses Gesetz gibt allen BürgerInnen das Recht, Dokumente wie eben zum Beispiel die Stellungnahmen zu Referentenentwürfen anfordern und lesen zu dürfen. Doch weil für das Zusammensuchen der Informationen häufig Kosten anfallen, ist die Hemmschwelle für BürgerInnen ziemlich groß, die Dokumente so anzufordern. Dieses Problem wollten wir mit der Kampagne lösen. Und zwar haben wir BürgerInnen dazu aufgefordert, ihrem Recht nachzugehen und diese internen Unterlagen anzufordern. Und nach kürzester Zeit hatten die Ministerien mehr als 1600 Anfragen vorliegen. Begeistert über die zusätzliche Arbeit waren die natürlich nicht. Und nach kurzem Hin und Her entschied sich die Bundesregierung dann dazu, fortan alle Gesetzesentwürfe und Stellungnahmen von LobbyistInnen zu veröffentlichen. Und das sind eine ganze Menge. In der aktuellen Legislaturperiode, Stand Februar 2021, wurden 784 Gesetzesvorlagen beim Bundesrat und Bundestag eingebracht. Verabschiedet wurden letztlich nur 350 Gesetze. Die Anzahl der dazu anfallenden Stellungnahmen und Entwürfe ist aber sehr viel höher. Diese könnt ihr euch also auf der Seite des entsprechenden Ministeriums ansehen. Theoretisch kann man also auch überprüfen, ob Textpassagen von LobbyistInnen mit in das Gesetz übernommen wurden. Zum Referentenentwurf vom Lieferkettengesetz hat das Arbeitsministerium insgesamt 31 Stellungnahmen veröffentlicht. Diese kamen größtenteils von Verbänden. Darunter waren dann zum Beispiel Forderungen vom Handelsverband Deutschland, der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände, aber auch von Transparency International. Die Frage ist ja aber, wo hört der Sachverstand auf und wo beginnt die Lobbyarbeit? Aus Unternehmersicht ist es ja nur verständlich, dass die irgendwie fertig ausformulierte Texte versuchen mit einzubringen, wenn sie dadurch ihre eigenen Wünsche und auch Forderungen in so einen Gesetzesentwurf einbringen können. Ja, also ich arbeite halt in einem Bereich, wo es sehr viel um Arbeits- und Sozialpolitik geht, wo wir eigentlich, wie ich finde, ein ganz gutes Klima haben, dass eben Wirtschaft, Gewerkschaften, Sozialverbände sehr präsent sind in den Debatten über unsere Gesetze. Und das ist, glaube ich, auch gut, weil die ja auch Sachverstand haben, weil die mit den Menschen zu tun haben, um die es geht. Es gibt sicherlich andere Bereiche in der Energiepolitik oder in der Forschung, wo eine ganz andere Form von Lobbyismus stattfindet.
Ich finde Lobbyismus an sich nicht schlimm, ich finde nur, er muss transparent sein. Also ich finde, man muss es offenlegen, man muss es auch als Abgeordneter offenlegen. Dann ist es durchaus legitim und ja auch eine Bereicherung der inhaltlichen Debatte, wenn betroffenen Verbände zum Beispiel ihre Meinung äußern. Ich sage mal ein anderes Beispiel, ich bin auch für Behindertenpolitik zuständig und da wären wir ja total doof, wenn wir nicht mit den Verbänden von Menschen mit Behinderung zusammen diese Gesetze entwickeln würden. Und wenn wir nicht mit den Betroffenen selbst das machen, da gibt es ja sogar die politische Devise nicht über uns, ohne uns. Also die Menschen mit Behinderung sagen selber, dass sie das nicht akzeptieren, wenn nur über sie geredet wird und sie nicht mitreden können. Also es gibt natürlich auch Bereiche, da ist das ganz sinnvoll. Und ich gebe aber zu, dass ich bisher politisch noch nicht in den Bereichen aktiv war, wo man eben immer die Skandale hört, wo dann die Großen, wo auch Geld fließt oder sowas. Sie haben es schon ein bisschen angesprochen, aber es ist anzunehmen, dass die drei Ministerien ja ziemlich unterschiedliche Prioritäten setzen, insbesondere das Wirtschaftsministerium. Wie kommt man denn da überhaupt zu einer Einigung? Also das ist jetzt ja das, was eben sehr stark die Beamtenstaatssekretäre machen oder eben manchmal auch die Minister selbst. Und da bin ich jetzt nicht dabei gewesen, aber das habe ich mir natürlich intensiv berichten lassen. Da kommt man zu einer Einigung, indem man immer wieder neue Vorschläge aufschreibt und die diskutiert. Und am Ende muss man eben auch einen Kompromiss machen. Klassischer Kompromiss hier ist zum Beispiel, im Nationalen Aktionsplan Wirtschaft und Menschenrechte ging es immer um Unternehmen ab 500 Mitarbeitenden. Die sollten eben verpflichtet werden, sich diesen Sorgfaltspflichten zu stellen, erstmal freiwillig. Und deshalb hat natürlich unser Vorschlag für den Gesetzentwurf enthalten, dass es bei dem Gesetz auch um Unternehmen ab 500 Mitarbeitenden geht. Der Wirtschaftsminister wollte 5000 Mitarbeitende. Also das wären dann sehr viel weniger Unternehmen, die betroffen wären in Deutschland. Wir haben uns jetzt am Ende, und das ist dann so ein typischer Kompromiss, darauf geeinigt, das in zwei Schritten zu machen. Zuerst für Unternehmen ab 3000 Mitarbeitende, das gilt dann ab 2023, und dann ab 2024 für Unternehmen ab 1000 Mitarbeitende. Wir hätten gerne auch schon die Unternehmen ab 500 Mitarbeitenden dabei gehabt, der Wirtschaftsminister nur die sehr viel größeren, und jetzt haben wir uns da getroffen. Was waren denn die nächsten Schritte, als sich Arbeits-, Wirtschafts- und Entwicklungsministerium auf einen ersten Entwurf geeinigt hatten? Als es dann endlich diesen Gesetzentwurf gab, gab es eine Verbändeanhörung im Ministerium und dann einen Kabinettbeschluss darüber. Am 3. März ist das Lieferkettengesetz im Bundeskabinett, also von der gesamten Bundesregierung, beschlossen worden und dann an den Bundesrat und an den Bundestag zur Beratung überwiesen worden. Ist denn zu erwarten, dass die Mehrheit der Abgeordneten für das Lieferkettengesetz stimmen wird? Ach, das hoffe ich schon sehr. Also wir werden ja erstmal am 22. April die erste Lesung haben. Da wird es grundsätzlich beraten, das Gesetz, im Plenum des Bundestages. Dann geht es in den Ausschuss für Arbeit und Soziales und der macht am 17. Mai eine Anhörung dazu. Und dann ist geplant, wahrscheinlich wenn dieser Podcast gesendet wird, ist es hoffentlich schon passiert, dass am 20. oder 21. Mai die sogenannte zweite und dritte Lesung des Gesetzes stattfindet. Da das ja eine Idee der Koalitionsfraktionen ist, die auch ihre Ursache schon im Koalitionsvertrag hat und das ja auch intensiv zwischen den Ministerien Arbeit und Soziales SPD, Entwicklungshilfe CSU und Wirtschaft CDU diskutiert worden ist, gehe ich davon aus, dass es beschlossen ist, wenn dieser Podcast gesendet wird. Das Lieferkettengesetz soll große Unternehmen dazu verpflichten, Sozial- und Menschenrechtsstandards einzuhalten. Die drei Minister Hubertus Heil, Gerd Müller und Peter Altmaier feiern das Gesetz als historischen Durchbruch. Doch NGOs und Menschenrechtsorganisationen kritisieren den Entwurf ziemlich scharf. Bei den zentralen Punkten hätten sich die Wirtschaftsverbände durchgesetzt. Sind die Minister also zu sehr auf die Interessen der Unternehmen eingegangen? Klar ist, die Verbände wollten das Gesetz von Anfang an verhindern. Als das nicht geklappt hat, gingen sie einfach dazu über, die Regelungen aufzuweichen. Mit Erfolg. Bis 2024 sollen nur große Firmen ab 3000 MitarbeiterInnen von dem Gesetz betroffen sein. Außerdem müssen die Firmen nicht, wie ursprünglich geplant, die gesamte Lieferkette auf Menschenrechte und faire Arbeitsbedingungen prüfen, sondern nur noch auf die direkten Zulieferer. Das bringt aber herzlich wenig, denn die Lieferketten sind nach hinten raus verdammt lang. Nehmen wir als Beispiel mal ein Smartphone. Das Kobalt, das in unseren Akkus steckt, stammt aus bis zu 100 verschiedenen Minen im globalen Süden. Die Überprüfung einer direkten Lieferkette bringt den vielen Menschen, die dort arbeiten, daher überhaupt nichts. Ein weiterer Kritikpunkt,
Die zivilrechtliche Haftung, also die Möglichkeit, dass ArbeiterInnen aus zum Beispiel Pakistan in Deutschland klagen können, ist komplett gestrichen worden. Und auch Umweltstandards wurden ausgeklammert. Dass die zentralen Forderungen der Wirtschaftsverbände fast eins zu eins übernommen wurden, haben übrigens JournalistInnen vom ARD-Magazin Monitor herausgefunden. Sie haben Mails und Schriftverkehr ausgewertet, der zwischen Wirtschaftsverbänden und Ministerien hin und her ging. In den Shownotes findet ihr den Link dazu. Von außen betrachtet macht das den Eindruck, als ließe sich der Staat, genauer gesagt die Bundesregierung, von den Wirtschaftsverbänden Regeln diktieren. Wie kann denn das sein? Das würde ich nicht so sagen, denn es gibt im Moment auch noch viel Kritik aus der Wirtschaft an diesem Gesetz. Und ich habe gerade gestern nochmal bei einer interessanten Veranstaltung mit den NGOs, also den Nichtregierungsorganisationen, die sich sehr stark für dieses Gesetz engagiert haben, gesprochen. Natürlich können die sich immer noch weitergehende Regelungen vorstellen. Und natürlich sagen die auch, wir hätten gerne noch schärfere Regeln. Wir hätten gerne, dass auch schon kleinere Unternehmen einbezogen sind, nicht erst ab 3.000 bzw. ab 1.000 Mitarbeitenden. Aber ich habe erlebt, dass sie sehr stark anerkennen, dass dieses Gesetz jetzt auf den Weg gebracht ist. Und dass sie das auch als richtigen Erfolg erleben, dass sie als Menschenrechtsorganisation das geschafft haben, dass Deutschland ein solches Gesetz haben wird. Es wird das schärfste Gesetz sein, was es zu diesem Thema gibt auf der Welt. Insofern würde ich das nicht runterspielen. Also die Kritik, die ich so vernommen habe, die kommt schon größtenteils von den NGOs und auch Menschenrechtsorganisationen. Warum konnten denn die mit ihren Stellungnahmen auch bei den Verbändeanhörungen nicht so sehr durchdringen wie die Wirtschaftsverbände? Also da die Kritik von beiden Seiten kommt, von den NGOs und von den Wirtschaftsverbänden, haben wir, glaube ich, einen guten Kompromiss in der Mitte gefunden. Es ist ein Kompromiss, es ist nicht ein Gesetz, was einer der beiden Seiten, wenn man da mal die Wirtschaftsverbände und die Menschenrechtsorganisationen so als Kontrahenten sieht, was einer der beiden Seiten komplett genügt. Aber ich will auch nicht, dass das so aussieht, als ob die Wirtschaft das gar nicht wollte. Wir haben viele große Unternehmen, die sich schon seit Jahren dafür engagieren, dass es ein solches Lieferkettengesetz gibt. Und die gibt es eben auch in der Wirtschaft. Und insofern ist das nicht so schwarz-weiß zu sehen und zu sagen, das sind die Guten, das sind die Bösen. Im Gegenteil, es gibt auch aus der Wirtschaft Initiativen, ein solches Lieferkettengesetz zu unterstützen. Da gibt es sogar auch einen eigenen Initiativkreis dazu. Und es gibt bei den NGOs natürlich immer wieder die Kritik, das könnte alles noch weitergehen. Aber es gibt sehr viel Anerkennung dafür, dass dieses Gesetz jetzt auf den Weg gebracht ist. Es gibt aber Recherchen von Journalisten, die offenlegen, dass viele Forderungen von den Wirtschaftsverbänden fast eins zu eins übernommen wurden. Ist das nicht ein Stück weit auch ein Armutszeugnis der Politik? Das würde ich nicht sagen, weil es ist ja immer ein Entwurf, den die beteiligten Ministerien absegnen und den die beteiligten Ministerien verantworten müssen. Und die beraten sich natürlich mit vielen, aber erstmal wird das natürlich von den Fachleuten auch in den Ministerien entwickelt. Und da müssen die Ministerinnen und Minister, in dem Fall waren es drei Männer, müssen entscheiden, welche Regelungen man in das Gesetz aufnimmt. Und ich finde, da ist was Gutes gelungen, was wie gesagt ein Kompromiss ist. Und Sie wissen ja, wie sehr auch gerade der Hubertus Heil, mein Minister, dafür gekämpft hat, dass ein solches Lieferkettengesetz kommt und dass wir uns auch, das ist ja auch alles öffentlich geworden, durchaus noch weitergehende Regelungen hätten vorstellen können. Die Alternative, gar nichts zu machen, wäre aber nicht gut. Und deshalb, glaube ich, haben wir jetzt einen guten Kompromiss gefunden. Der wird ja auch jetzt nochmal intensiv im Bundestag beraten. Vielleicht gibt es auch noch kleinere Änderungen. Ich glaube, dass es bei diesem Gesetz nicht sehr große Änderungen geben wird, weil es schon so viele Konflikte darum im Vorfeld gab. Aber ich hoffe, dass er dann auch beschlossen wird, dieser Gesetzentwurf, und dass wir dann endlich Regelungen haben, die die Sorgfaltspflichten in den Lieferketten genau definieren. Also Sie haben es ja aber tatsächlich mehrfach angesprochen, dass gerade durch Wirtschaftsminister Altmaier viel für die Wirtschaft dann doch getan wurde in dem Gesetzentwurf. Kann denn die SPD noch guten Gewissens, dadurch, dass die Forderungen der Wirtschaftsverbände das Gesetz ein Stück weit verwässert haben, so guten Gewissens mittragen? Eindeutig ja. Ich kann das sehr guten Gewissens mittragen, die SPD auch, Hubertus Heil auch, weil es das schärfste Gesetz sein wird, was es dazu gibt, weil wir in Deutschland das sehr klar regeln werden, dass Unternehmen was dafür tun müssen, dass Menschenrechte eingehalten werden, dass sie präventiv tätig sein müssen, dass sie darüber berichten müssen, dass sie auch Vorkehrungen treffen müssen, wenn es eben Berichte über Menschenrechtsverletzungen gibt. Auch die NGOs werden eine wichtige Rolle haben in der sogenannten Prozessstandschaft. Also die können solche Betroffene aus den Ländern, wo produziert wird, vertreten hier vor Gericht, können auch bekannt machen, wenn es dort Menschenrechtsverletzungen gibt.
Und es ist ja auch ein Zeichen von Fairness in der Wirtschaft, wenn alle nach den gleichen Regeln arbeiten müssen. Und wenn eben auch die schwarzen Schafe bekannt gemacht werden und dann zum Beispiel ein Bußgeld zahlen müssen und eben ihre Lieferketten besser kontrollieren müssen und für Regelungen sorgen müssen, dass dort Menschenrechte eingehalten werden. Also ja, wir können das mit gutem Gewissen vertreten. Das ist ein sehr weitreichendes Gesetz. Und wie gesagt, aus meinen Gesprächen mit den NGOs weiß ich auch, dass die das sehr unterstützen. Natürlich ist es auch ihre Rolle, in dieser ganzen Debatte immer noch mal zu fordern, was noch schärfer formuliert sein könnte. Und wie gesagt, es ist ein Gesetz, wo eindeutig der Druck von beiden Seiten kommt. Wir sind als Bundesregierung so ein bisschen die Tomate in dem Sandwich. Also von jeder Seite wird gedrückt. Aber ich glaube, es kommt ein gutes Sandwich, ein gutes Gesetz am Ende dabei raus. Glauben Sie denn, dass man in ein paar Jahren noch mal nachjustieren kann? Interessanterweise machen wir seit vielen Jahren alle unsere Gesetze immer mit einer Evaluation. Also es steht immer drin, dass ausgewertet werden soll, wie das Gesetz denn wirkt, ob das gut ankommt, was gut läuft, was nicht gut läuft. Und ich kann mir das sehr gut vorstellen, dass man sich das in ein paar Jahren ansieht. Also wir haben ja auch Schritte drin, ne? Ab welchem Jahr welche Unternehmen einbezogen werden. Ich glaube, dass das so eine Schneeballwirkung haben wird, das Gesetz. Dass nämlich das Thema Menschenrechte, unternehmerische Sorgfaltspflichten in Lieferketten immer wichtiger werden wird. Also ich glaube, das ist ein großes Thema und das ist auch ein gewisser Druck der Verbraucherinnen und Verbraucher, der das befördern wird. Und ich denke schon, dass man sich das in ein paar Jahren nochmal ansehen wird und sagt, ob man das zum Beispiel auch für mehr Unternehmen verpflichtend machen wird, auch für kleinere Unternehmen als nur ab 1000 Mitarbeitende. Und ich denke schon, dass man sich das in ein paar Jahren nochmal ansehen wird und sagt, ob man das zum Beispiel auch für mehr Unternehmen verpflichtend machen wird, auch für kleinere Unternehmen als nur ab 1000 Mitarbeitende. Ich vermute, dass das kommen wird, ja. Vielen Dank für dieses spannende Gespräch, Frau Griese. Ja, vielen Dank. Mir hat es auch Spaß gemacht. Das Gespräch zeigt, Gesetze machen ist ein Balanceakt. Verbände, Vereine, Unternehmen und auch NGOs müssen sich zu Gesetzesentwürfen äußern dürfen. Aber es kann nicht sein, dass ein Ungleichgewicht entsteht, weil, wie im Fall vom Lieferkettengesetz, größtenteils die Interessen der Wirtschaftsverbände umgesetzt werden und die Einwände, welche die Menschenrechtsorganisationen hatten, davon überschattet werden. Und dabei geht es nicht einmal nur um den direkten Einfluss wie Stellungnahmen, persönliche Gespräche oder Telefonate. Die Palette an Möglichkeiten für LobbyistInnen, Einfluss auf die Politik zu nehmen, ist ja enorm groß. Sie spenden, organisieren oder sponsern Veranstaltungen. Oder sie berufen gleich ehemalige PolitikerInnen in Aufsichts- oder Beiräte. Dafür sind finanzielle und personelle Ressourcen, Netzwerke und gute Kontakte nötig. Darum ist es so wichtig, dass der Gesetzgebungsprozess für die Öffentlichkeit nachvollziehbar bleibt. Durch unsere Aktion Gläserne Gesetze ist das jetzt leichter. Denn die Gesetzesentwürfe und die dazugehörigen Stellungnahmen sind seit der Aktion für alle Personen öffentlich zugänglich. Danke, dass ihr bei unserer ersten Folge von Unter der Lupe dabei wart. Ich freue mich, wenn ihr unseren Podcast abonniert und uns eine Bewertung dalasst. Und wenn ihr mögt, schaut doch einfach mal direkt bei uns auf der Homepage vorbei. Ich verlinke sie euch in den Shownotes. Außerdem könnt ihr euch schon auf unsere zweite Folge freuen. Denn dann spreche ich mit Bundestagsvizepräsidentin Petra Pau von der Partei Die Linke. Sie verrät mir, welche Ausschüsse unter den Abgeordneten besonders begehrt sind und warum die Ausschüsse, in denen ja die eigentliche inhaltliche Arbeit stattfindet, zum Teil hinter verschlossenen Türen tagen. Ich freue mich auf euch. Tschüss! Das war Unter der Lupe, der Politik-Podcast von Abgeordnetenwatch.de. Konzept und Redaktion Lea Briand und Josephine Andreoli. Produktion Pool Artists. Hi und herzlich willkommen zu Unter der Lupe, der Politik-Podcast von Abgeordnetenwatch.de. Mein Name ist Josephine Andreoli.
Und ich bin Investigativredakteurin bei Abgeordnetenwatch. Das Ziel unserer Arbeit ist, mehr Transparenz zu schaffen und damit das Vertrauen in die Politik zu stärken. Auf unserer Website findet ihr Recherchen zu Missständen und Verbesserungsvorschläge an die Politik. Außerdem habt ihr dort die Möglichkeit, in direkten Kontakt mit euren Abgeordneten zu treten. 2021 ist mit 6 Landtagswahlen und der Bundestagswahl im September ein richtiges Superwahljahr. Darum nehme ich euch in Unter der Lupe bis zur Bundestagswahl mit, hinter die Kulissen der Politik. In 8 Folgen spreche ich mit PolitikerInnen über ihre Arbeit im Bundestag. Ich schaue mir an, was eigentlich in den Ausschüssen passiert, wie die Fraktionen Mehrheiten organisieren und warum Lobbyismus zwar ein wichtiger Bestandteil der Politik ist, aber auch gefährlich für unsere Demokratie sein kann, sofern er denn hinter verschlossenen Türen stattfindet. In unserer heutigen Folge spreche ich mit Petra Pau von der Partei Die Linke. Sie ist seit 1998 gewählte Abgeordnete. Als Vizepräsidentin des Deutschen Bundestags vertritt sie diesen seit 2006 nach außen hin. Im Gespräch erzählt sie mir, warum die Ausschüsse hinter verschlossenen Türen tagen und wie es den Fraktionen möglich ist, sich zu allen politischen Themen eine Meinung zu bilden. Hallo Frau Pau, schön, dass Sie zu Gast bei uns im Podcast sind. Danke für die Einladung. In Artikel 42 im Grundgesetz heißt es, der Bundestag verhandelt öffentlich. Zwar kann man als BürgerIn im Fernsehen die Bundestagsabstimmungen verfolgen, aber die eigentliche inhaltliche Arbeit an den Gesetzen und auch Vorlagen findet ja in den Ausschüssen und auch den Arbeitsgruppen statt, und zwar unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Warum? Also in der Tat kritisiere ich seit Jahren, dass die Ausschüsse in ihrem Großteil nicht öffentlich tagen. Das ändert auch nichts daran, dass natürlich Expertenanhörungen öffentlich sind, in Corona-Zeiten eher per Video. Ansonsten kann man auch als Bürgerin oder Bürger ganz direkt zu diesen Anhörungen gehen, wenn also größere Gesetzesvorhaben geprüft werden und auch externe Sachverständige entsprechend einbezogen werden. Die eigentlichen Ausschussberatungen finden nicht öffentlich statt, bis auf Ausnahmen mal im Sportausschuss oder wenn der Petitionsausschuss eine Massenpetition beispielsweise berät, mit der Begründung, dass Abgeordnete sich dort nicht profilieren sollen, sondern tatsächlich daran arbeiten sollen. Ich finde, wir müssen mehr Formate finden, wo für Bürgerinnen und Bürger auch das Ringen um die beste Lösung transparenter wird. Also ich könnte mir vorstellen, dass bestimmte Gegenstände, die im Ausschuss tatsächlich sehr, sehr kleinteilig bearbeitet werden, auch nicht öffentlich verhandelt werden, weil meistens der Gewinn für den Zuhörer auch nicht so sehr groß ist, wenn Experten sich über Absatz 3 oder Paragraph 15 der Verordnung streiten, ob das so oder so regelgerecht formuliert ist. Aber wenn es darum geht, in die Lebensumstände der Bürgerinnen und Bürger einzugreifen durch den Erlass neuer Regeln, weil das sind ja Gesetze im Allgemeinen, dann sollten auch die Beratungen auf dem Weg zwischen erster Lesung im Plenum des Bundestages, dann Berichterstattergespräche der Ausschussverantwortlichen, Ausschusssitzungen, gegebenenfalls Expertenanhörungen und dann abschließende Beratungen öffentlicher stattfinden. Also glauben Sie tatsächlich auch, dass die Transparenz, wenn man sie in die Ausschüsse tragen würde, das Vertrauen der BürgerInnen in die Demokratie auch stärken würden? Ich denke ja. Ich weiß nicht, ob Sie den Ausdruck des Struckschen Gesetzes kennen. Peter Struck war einmal Parteivorsitzender der SPD, aber vor allen Dingen er war Fraktionsvorsitzender der SPD-Bundestagsfraktion. Und er hat einmal geprägt die ja auch heute noch bestehende Tatsache, kein Gesetz verlässt den Deutschen Bundestag so, wie es eingebracht wird. Das heißt, egal ob die Bundesregierung das Parlament mit einem Gesetzentwurf beschäftigt oder ob aus der Mitte des Hauses, aus den Fraktionen Gesetzentwürfe auf den Tisch kommen und dann beraten werden, es gibt wirklich kein Gesetz, was völlig unverändert verabschiedet wird.
Wenn Gesetzentwürfe, die völlig unstrittig inzwischen sind, nachdem sie in den Ausschüssen und Fraktionen beraten wurden, manchmal auch ohne weitere Debatte abgestimmt werden und dann tatsächlich einstimmige Beschlüsse gefasst werden oder nur eine einzige Fraktion dagegen stimmt, die ich jetzt nicht weiter hier würdigen will an dieser Stelle. Das hat dann etwas damit zu tun, dass es von allen anerkannte Regelungsbedarfe gibt einerseits und andererseits aber in den Arbeitsgruppen, in den Arbeitskreisen der Fraktionen und in den Ausschüssen Einigkeit erzielt wurde. Und gerade da ist es vielleicht ganz gut, an einem bestimmten Punkt deutlich zu machen, was haben wir verändert am ursprünglichen Entwurf und was führt dazu, dass wir jetzt gemeinsam der Auffassung sind, so soll es geregelt werden. Es sollte schon deutlich werden, dass auch diejenigen, die jetzt in der Mehrheit sind, sich an der Veränderung der entsprechenden Vorlagen entsprechend beteiligt haben und dass es dann einen Abwägungsprozess gegeben hat. Ich glaube, das steigert die Akzeptanz auch von solchen Regelungen. Das kann ich mir vorstellen. Nochmal zurück, Sie hatten das vorhin kurz angerissen, und zwar das Thema Profilierung. Man hört ja häufig, dass die Stimmung in den Ausschüssen sehr viel gelassener ist als im Plenum. Hängt das tatsächlich damit zusammen, dass sich die PolitikerInnen nicht vor der Öffentlichkeit und auch vor den Medien profilieren müssen? Ich will Ihnen mal ein Beispiel erzählen, was tatsächlich dafür spricht, und komme damit doch auf eine Fraktion, deren Namen ich bisher nicht genannt habe. Wir haben die Situation, dass im Innenausschuss, in dem ich schon sehr lange in mehreren Legislaturperioden Mitglied bin, eigentlich immer sehr sachlich, auch über sehr strittige Themen, also Innenpolitik ist kein Kuschelthema oftmals, wenn es um Kriminalitätsbekämpfung geht oder auch andere Themen, gestritten wird, aber alles sehr sachlich und unter Achtung des Gegenüber stattgefunden hat. Und dass im Prinzip die Fraktionen für sich festlegen, für welche Themen nehmen wir uns auch ein bisschen mehr Zeit. Seit September 2017 haben wir eine Fraktion im Deutschen Bundestag, die AfD-Fraktion, die mit sehr polarisierenden Anträgen in den Bundestag geht, ob nun Gesetzentwürfe oder Anträge. Diese Fraktion legt im Allgemeinen im Innenausschuss überhaupt keinen Wert darauf, dass ihre Vorhaben, parlamentarischen Vorhaben, dort überhaupt diskutiert werden. Sie nehmen oftmals einfach hin, dass man gleich darüber abstimmt. Und im Bundestag selbst, im Plenum des Bundestages aber, besteht diese Fraktion darauf, zu jedem Thema zu sprechen. Und das Geschäftsmodell, was da dahinter steht, ist, dass sie das Video in ihren Kanälen, in ihren Netzwerken, mit ihren Kommentaren entsprechend posten und verbreiten. Sie verbreiten nicht den Meinungsstreit, nicht die Antwort der anderen Fraktionen auf ihre Intervention oder auch die Entlarvung dessen, was in ihren Redebeiträgen da gerade oftmals auch an menschenverachtenden Positionen vertreten wurde, sondern nur ihre eigene Interpretation der Welt und derjenigen, die gegebenenfalls an Missständen, die sie meinen, erkannt zu haben, schuldig sein sollen. Das spricht ein bisschen für die Argumente derjenigen, die sagen, also wir wollen nicht die Kamera in der Ausschusssitzung, damit sich der Einzelne oder die Einzelne profiliert. Andererseits sage ich mal, ich würde es auch aushalten, wenn zu bestimmten Ausschussgegenständen das öffentlich stattfindet, und sollte diese Fraktion sich dann entschließen, tatsächlich auch darüber zu diskutieren, dann liegt es an uns, den Zuhörern und Zuschauern deutlich zu machen, was da gerade passiert. Das erklärt einiges. Sie persönlich sitzen ja unter anderem im Ausschuss für Inneres und Heimat. Wie kann man sich eine typische Sitzung da so vorstellen? Können Sie vielleicht irgendwie das an 5 Punkten einmal erklären? Ja, ganz typisch ist erst einmal, dass beispielsweise auch am nächsten Mittwoch in der laufenden Sitzungswoche die Obleute der Fraktionen, das heißt, in jeder Fraktion gibt es einen, der einen Hut auf hat für die Vorbereitung der Innenausschusssitzung und für die Organisation innerhalb der Fraktion, mit der Ausschussvorsitzenden, das ist in dieser Legislaturperiode Frau Lindholz aus der CSU-Fraktion, zusammenkommen zur sogenannten Obleuterunde und darüber reden, was kommt in der nächsten Sitzungswoche in der Ausschusssitzung auf die Tagesordnung. Sie stellen also die Tagesordnung auf, welche vom Plenum jetzt erstmals in den Ausschuss verwiesenen Dinge werden beraten,
Welche sollen abschließend beraten werden? Soll es Beschlüsse geben über die Durchführung von Expertenanhörungen zu einzelnen Tagesordnungspunkten? Wer soll unbedingt als Gast an der Sitzung teilnehmen? Also Vertreter der Bundesregierung sind immer in der Ausschusssitzung, Staatssekretäre, gelegentlich auch der Minister oder aber auch Vertreter der obersten Bundesbehörden oder gar ihre Präsidenten, ob das nun das Bundeskriminalamt ist, das Bundesamt für Verfassungsschutz oder das Katastrophenschutzamt oder andere Bundesbehörden, die mit der dann Ausführung der Dinge, die wir in den Gesetzen regeln, dann auch befasst sind oder deren Meinung wir vielleicht auch zu diesen Gesetzesvorhaben hören wollen. Diese Tagesordnung wird dann veröffentlicht, sowohl auf der Bundestags-Internetseite als auch im internen Netz des Bundestages und damit auch gegenüber den Fraktionen. Dann kommen wir nach Vorbereitung intern in den Arbeitsgruppen, Arbeitskreisen der Fraktionen, das macht jede Fraktion für sich, kommen wir dann am Mittwoch im Allgemeinen um 10 zur Ausschusssitzung zusammen und gehen erst einmal die Tagesordnung, so wie sie, wie gesagt, in der Woche davor aufgestellt wurde, oftmals auf dem Weg bis zur Ausschusssitzung noch ergänzt wurde, weil irgendwelche Ereignisse eingetreten sind, so dass einzelne Fraktionen beantragt haben, dass die Bundesregierung dazu einen Bericht abgeben soll oder andere Dinge stattfinden sollen. Wir gehen diese Tagesordnung durch. Gibt es Themen, die nicht debattiert werden sollen? Das ist dann der Fall. Ich habe vorhin einen solchen beschrieben, dass wenn die Fraktionen sagen, also wir könnten eigentlich gleich darüber abstimmen, die Meinungsbildung ist abgeschlossen, wenn nicht die antragstellende Fraktion eine Debatte wünscht, dann werden also diese Tagesordnungspunkte schon gleich abgestimmt, wird festgestellt, welche Fraktion ist dafür, welche ist dagegen. Und mit welchem Votum wird also dann dem Plenum des Bundestages empfohlen, diese Initiative weiter abzustimmen? So eine Tagesordnung des Innenausschusses kann 30 bis 40 Tagesordnungspunkte an einem Mittwoch haben. Wow. Dann wird also auch damit schon deutlich, dass vorher geklärt wird in den Fraktionen, wo gibt es wirklich richtigen Diskussionsbedarf. So, das läuft dann so ab. Also ein Tagesordnungspunkt wird zur Debatte aufgerufen. Dann haben sich die Fraktionsobleute wieder vorher geeinigt, ob die Fraktionen erst einmal selbst ihre Standpunkte darstellen wollen oder ob sie wünschen, dass ein Vertreter der Bundesregierung ihnen dazu erst einmal einen Sachstandsbericht gibt. Das hängt jetzt davon ab, geht es um einen Gesetzentwurf der Bundesregierung, geht es um eine Vorlage von Fraktionen, also je nachdem. Und dann wird in der Reihenfolge nach Stärke der Fraktionen, werden die Fraktionen aufgerufen. Die Fraktionen haben dann jemanden bestimmt, der erstmal den Hut jeweils dafür aufhat. Wie lange und wie oft tagen denn die Ausschüsse? Kann man das so pauschal sagen? Na, ganz pauschal kann man es nicht sagen. Regulär tagt beispielsweise der Innenausschuss, in dem ich ordentliches Mitglied bin, jeden Mittwoch in der Sitzungswoche von 10 bis 13 Uhr. 13 Uhr, deshalb 13 Uhr beginnt das Plenum des Bundestages. Es gibt Ausschüsse, die tagen auch parallel zum Plenum des Bundestages. Die unterbrechen dann, wenn im Plenum des Bundestages Dinge behandelt werden, für die sie zuständig sind. Ist ja völlig klar, dass dann auch die zuständigen Abgeordneten im Plenum des Bundestages sein müssen. Wir haben manchmal in einer Sitzungswoche mehr als eine Ausschusssitzung. Wenn Fachanhörungen stattfinden, also in dieser Woche hat der Innenausschuss allein 2 Fachanhörungen gehabt, schon vor der regulären Sitzungswoche. Oder aber, wenn wir nicht fertig werden, dann beantragt die Ausschussvorsitzende im Namen aller Fraktionen beim Bundestagspräsidenten eine zusätzliche Ausschusssitzung. Beantragt das deshalb, weil das dann gegebenenfalls parallel zum Plenum des Bundestages stattfindet und man also auch davon wissen muss, damit nicht etwa im Plenum des Bundestages Themen aufgesetzt werden, für die wir zuständig sind und gleichzeitig wir in der Ausschusssitzung unterwegs sind und um auszuschließen, dass in der sogenannten Kernzeit des Bundestages, das ist Donnerstag von 9 bis 13 Uhr und durchaus auch Freitag von 9 bis 13 Uhr Ausschüsse ja, in größerer Anzahl parallel tagen und damit die Abgeordneten gehindert sind, in der Kernzeit, wo
die Themen, die vielleicht auch Querschnittsthemen sind und von größerer Relevanz nicht nur für die Fachpolitikerinnen und Politiker verhandelt werden, an diesen Sitzungen teilzunehmen. Weil ich bin ja nicht bloß Innenpolitikerin, sondern im Zweifelsfall stimme ich natürlich auch über Themen ab, die in anderen Ausschüssen federführend bearbeitet werden, muss aber auch meinen Wählerinnen und Wählern und den Bürgerinnen und Bürgern in meinem Wahlkreis natürlich nachvollziehbar machen, wie meine Meinungsbildung war bis zur Abstimmung. Das erklärt auch so ein bisschen, warum das Plenum manchmal so leer ist. Ja, na, jetzt haben wir nun auch noch die Beschränkungen, was Corona betrifft. Das heißt nicht, dass nicht alle Abgeordneten, die dafür zuständig sind, das mitverfolgen. Das können sie an ihrem Endgerät im Bundestagsbüro auch machen. Aber ja, das erklärt das. Nur in der sogenannten Kernzeit, am Donnerstag vor allen Dingen, da dürfen eigentlich parallel zum Plenum nur Untersuchungsausschüsse tagen. Weil die tagen auch mal, ich war selbst Mitglied in zwei NSU-Untersuchungsausschüssen und im sogenannten BND-Untersuchungsausschuss in der Vergangenheit, die tagen auch mal 12 Stunden hintereinander. Und deswegen dürfen die auch parallel zum Plenum tagen, sonst wären die nicht fertig mit ihren Zeugenbefragungen. Alle anderen sollen eben am Donnerstag vor allen Dingen in der Kernzeit nicht parallel tagen, sodass die Abgeordneten dann auch entsprechend eigenverantwortlich entscheiden können, wie sie sich mit den Dingen, die im Plenum verhandelt werden, auseinandersetzen. Sonst ist verpflichtend, und das gilt für alle Fraktionen, dass die Ausschussmitglieder der federführenden und mitberatenden Ausschüsse auch im Plenum des Bundestages da sind. Insgesamt gibt es 24 ständige Ausschüsse. Das meint, dass diese für die gesamte Wahlperiode bestehen. Und der größte Teil dieser ständigen Ausschüsse, den bildet der Bundestag als eine Art Spiegelbild zu den Ministerien. In der Regel steht dann also jedem Ministerium auch ein Ausschuss gegenüber. So gibt es spiegelbildlich zum Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz, beispielsweise den Ausschuss für Recht und Verbraucherschutz. Die Zahl der Ausschüsse variiert aber von Wahlperiode zu Wahlperiode. Zusätzlich können noch Untersuchungsausschüsse eingesetzt werden. Das passiert allerdings nur auf Antrag von einem Viertel aller Bundestagsabgeordneten, wenn zum Beispiel mögliche Missstände der Regierung oder auch ein Fehlverhalten von PolitikerInnen aufgedeckt werden soll. Im Oktober 2020 wurde beispielsweise der Untersuchungsausschuss zu Wirecard beschlossen. In diesem Ausschuss soll das Verhalten der Bundesregierung im Zusammenhang mit dem Finanzunternehmen untersucht werden, das inzwischen auch schon insolvent ist. Vier Ausschüsse sind allerdings durch das Grundgesetz vorgeschrieben. Das sind zum einen der Ausschuss für Verteidigung, für die Angelegenheiten der Europäischen Union, der Auswärtigen Ausschuss sowie der Petitionsausschuss. Ich habe mir das von Petra Pau mal erklären lassen. Der Bundestag hat natürlich das Recht, sich selbst zu organisieren. Und der Bundestag ist nach jeder Bundestagswahl damit konfrontiert, dass mal nach längeren, mal nach kürzeren Verhandlungen zwischen Parteien dann ein Koalitionsvertrag zwischen diesen Parteien verabredet wird und eine Bundesregierung gebildet wird. In einem solchen Koalitionsvertrag, der mehr oder weniger eine Art Regierungsprogramm oder Vorhaben festlegt für die neue Legislaturperiode, wird auch festgelegt, wie sich die neue Bundesregierung organisieren soll, welche Fachbereiche in welchem Ministerium stattfinden. Fest steht aber, die Landesverteidigung steht immer auf der Tagesordnung und da würde auch, glaube ich, kaum einer auf die Idee kommen, das zusammenzulegen mit dem Verbraucherschutz oder anderen Themen, sondern das ist ein eigenes Ressort. Die Petition, das Recht von jeder Bürgerin, jedem Bürger, sich direkt an den Bundestag mit seinem ganz persönlichen Anliegen zu wenden, ist im Grundgesetz verankert aus guten Gründen. Eine besondere Stellung nehmen aber dafür auch der Ausschuss für Wahlprüfung, Immunität und Geschäftsordnung sowie der Haushaltsausschuss ein. Was hat es denn mit diesen beiden Ausschüssen auf sich? Ich fange mal mit dem Haushaltsausschuss an. Also da geht es ja nicht um unseren aufgeräumten Haushalt zu Hause oder unsere Wohnung oder die Liegenschaften des Bundestages, sondern da geht es um die Einnahmen des Staates und vor allen Dingen, wofür werden sie ausgegeben?
die Steuergelder. Und das hat zur Folge, dass eigentlich jedes Gesetzesvorhaben und nicht nur Gesetze, sondern auch viele andere Dinge, die im Bundestag beschlossen werden, an irgendeiner Stelle mindestens im Haushaltsausschuss mitberaten werden, wenn nicht gar dort federführend dann verabschiedet werden, weil der Haushaltsausschuss also für das Parlament dann auch die Budgetfragen vorbereitet und zum Schluss beispielsweise in den anstehenden jährlichen Haushaltsverhandlungen, wenn also festgelegt wird, was wird im nächsten Jahr von den zu erwartenden Einnahmen in welchem Ressort, ob nun im Bereich Soziales oder für die Landesverteidigung oder wofür auch immer ausgegeben. Also völlig klar, das hat eine besondere Rolle. Und das ist das höchste Recht des Parlaments, über das Budget, über den Haushalt zu entscheiden. Das muss auch entsprechend vorbereitet sein. So, Wahlprüfung, Immunität und so weiter. Da geht es ja auch um unsere inneren Angelegenheiten. Der Wahlprüfungsausschuss prüft nach jeder Bundestagswahl auch Einsprüche, auch angezeigte Unregelmäßigkeiten. Ich halte das für ganz, ganz wichtig, dass solche Dinge sowohl in diesem Ausschuss wie natürlich dann auch vor Gerichten, wenn es entsprechende Verfahren gibt, wirklich geprüft wird, sehr konsequent geprüft wird und dann auch die Ergebnisse der Prüfung mit den entsprechenden Begründungen ordentlich öffentlich vorgebracht werden. Aber das zweite Stichwort ist Immunität. Abgeordnete sind frei in ihren Entscheidungen und sollen auch nicht unter irgendwelche Zwänge geraten. Völlig klar. Aber Abgeordnete sind deswegen nicht davon befreit, wenn sie Regeln verletzen, gar eine Straftat begehen, dass diese Straftat verfolgt wird. Aber sie sollen auch geschützt werden vor ungerechter Verfolgung, die in Rufmord endet und sie dann zum Schluss beispielsweise gegebenenfalls daran hindert, ihr Mandat auszuüben. Deshalb gibt es eine Regel. Wenn eine Staatsanwaltschaft meint, einen Grund zu haben, gegen einen Abgeordneten zu ermitteln oder ein Ermittlungsverfahren überhaupt erstmal einzuleiten, dann zeigt sie das beim Bundestagspräsidenten an. Und der Ausschuss für Wahlprüfung und Immunitätsangelegenheiten kommt zusammen. Im Frühjahr 2021 hatte der Ausschuss für Wahlprüfung, Immunität und Geschäftsordnung auf jeden Fall ziemlich gut zu tun. 22 Mal hat der Bundestag die Immunität eines oder auch einen näher Abgeordneten aufgehoben. Und gegen mindestens 9 Abgeordnete läuft sogar ein Gerichts-, Ermittlungs- oder Disziplinarverfahren. Im März haben BeamtInnen vom Bundeskriminalamt zum Beispiel das Büro von dem CDU-Abgeordneten Axel E. Fischer durchsucht. Nach Überzeugung der Generalstaatsanwaltschaft München besteht nämlich ein Anfangsverdacht der Bestechlichkeit. Vorgeworfen wird ihm unter anderem, dass er aus Aserbaidschan Geld über Briefkastenfirmen erhalten hat, um sich dann wiederum im Gegenzug beim Europarat für die Interessen von Aserbaidschan einzusetzen. Falls euch interessiert, welche Gerichts- oder Ermittlungsverfahren momentan gegen Abgeordnete laufen, könnt ihr gerne auch unsere Recherche dazu lesen. Den Artikel verlinke ich euch in den Shownotes. Frau Pau, als Stellvertreterin vom Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble sitzen Sie auch im Ältestenrat, der, bevor sich ein neuer Bundestag zusammensetzt, über die Struktur und Besetzung der Ausschüsse berät. Was bedeutet das genau? Was machen Sie da? Also der Ältestenrat ist nicht die Versammlung der lebensältesten Abgeordneten des Parlaments. Hätte ich, glaube ich, auch gar keine Chance. Nein, der Ältestenrat ist die Versammlung der Mitglieder des Präsidiums des Bundestages. Die werden gewählt in der ersten Sitzung des Bundestages nach einer Bundestagswahl. Der Präsident und seine Stellvertreter. Und die Versammlung der parlamentarischen Geschäftsführer der Fraktionen, die den Parlamentsbetrieb erstmal in ihren Fraktionen organisieren, aber, und jetzt kommen wir zum Ältestenrat, dann gemeinsam im Ältestenrat das Parlamentsgeschehen organisieren und verabreden. Und ja, am Anfang einer Legislaturperiode steht neben der jeweils Verabredung der Tagesordnung der nächsten Sitzung
des Bundestages, also nach der Wahl des Präsidiums, steht dem ja nichts entgegen, dass der Bundestag seine Arbeit aufnimmt, auch wenn es keine neue Bundesregierung dann schon gibt. In der Regel stellt der Ältestenrat, also wie gesagt, nachdem klar ist, wie ist der Zuschnitt der einzelnen Ministerien, dann auch die Liste der Ausschüsse auf und entscheidet auch darüber, ob trotzdem noch andere Ausschüsse gebildet werden. Legt der Ältestenrat denn auch fest, wie viele Mitglieder die Ausschüsse haben sollen? Ja, da gibt es durchaus bewährte Regeln, wie groß so ein Haushaltsausschuss sein sollte, ungefähr, insgesamt in der Summe, oder so ein Innenausschuss. Es gibt aber eine Obergrenze von 42 Mitgliedern pro Ausschuss, richtig? Genau, so haben wir das vor Jahren einmal als bewährt festgelegt. Und gerade diese 42, denke ich, also das ist schon eine ziemlich große Anzahl. Und in anderen Ausschüssen kommt man mit weniger aus. Können Sie einmal die drei begehrtesten Ausschüsse aufzählen? Kann man das so sagen, was besonders beliebt ist? Ich glaube, das ist in jeder Fraktion anders. Das hat auch ein bisschen was mit Schwerpunktsetzungen in den Fraktionen zu tun. Und dann natürlich ist ja auch immer spannend, wenn nach einer Bundestagswahl eine Fraktion sich das erste Mal zusammenfindet. Neue Abgeordnete, erfahrene Abgeordnete, die Erfahrenen haben ihre Erfahrung auch in Ausschüssen gemacht, sind vielleicht auch Expertinnen und Experten in ihren Ausschüssen, haben aber vielleicht auch für sich beschlossen, ich will, wenn ich jetzt ein zweites oder drittes Mal in den Bundestag gewählt wurde, vielleicht mich auch verändern oder in meiner Fraktion ein Angebot machen, weil ich damit umgehe. Und neue Abgeordnete kommen mit natürlich auch entsprechenden Kenntnissen, haben in bestimmten Berufen gearbeitet oder haben in ihrem Wahlkampf ihren Wählerinnen und Wählern versprochen, wenn ich in den Bundestag gewählt werde, werde ich mich für dieses Anliegen ganz besonders einsetzen. Und deswegen strebe ich beispielsweise an, Mitglied im Gesundheitsausschuss zu werden. Ja? Wird der denn in der nächsten Wahlperiode besonders begehrt sein, der Gesundheitsausschuss? Ich weiß es nicht. Ich könnte mir das alles vorstellen, aber ich weiß auch gar nicht, wer wird. Am 27. September 2021 nun Bundestagsabgeordneter jeweils sein und aus den einzelnen Regionen kommen. In meiner Fraktion war in den vergangenen Legislaturperioden eigentlich immer kein Mangel an Sozialpolitikerinnen und Sozialpolitikern. Die Ausschüsse haben wir immer sehr gut besetzen können. Soziales, Gesundheit, Arbeit, das hat natürlich jetzt spreche ich als Abgeordnete der Linken und nicht als Vizepräsidentin, völlig klar. Das hat natürlich was mit dem Profil meiner Partei zu tun, als Partei der sozialen Gerechtigkeit. Und auch sehr begehrt die Frage Auswärtiges und Verteidigung als die Partei, die sich als Friedenspartei versteht. Ich hätte jetzt aus Ihren vorherigen Erzählungen eher gedacht, dass beispielsweise der Haushaltsausschuss super begehrt ist, weil da eben die finanziellen Mittel verteilt werden. Na gut, aber Abgeordnete verteilen ja finanzielle Mittel nicht nach persönlichen Interessen. Es ist schon so, dass viele Begehrlichkeiten an die Mitglieder des Haushaltsausschusses herangetragen werden. Sowohl von Fachpolitikern als auch von regional vernetzten Politikerinnen und Politikern. Aber sie verteilen ja nicht die Mittel freihändig irgendwie in die Region, sondern das ist wahnsinnig viel Arbeit. Ich habe ja vorhin gesagt, das ist der Ausschuss, der wahrscheinlich an Stunden gemessen am längsten tagt und am häufigsten. Und das heißt eben auch, dass man an vielen anderen Dingen, die einen vielleicht auch mal interessieren, nur sehr wenig teilhaben kann. Und es ist tatsächlich Arbeit. Das sieht man von außen nicht so, was da an Vorarbeit, an Abstimmungen notwendig ist. Jeder, der da mal im Haushaltsausschuss war, also der muss das nicht nur mögen, sondern der muss sich dann auch wirklich engagieren, weil sonst gibt es auch Ärger in der Fraktion. Wenn das nicht verlässlich abgebildet wird oder wir das Gefühl haben, die haben da nicht sach- und fachkundig entschieden oder haben nicht erkannt, was hinter der Position X oder Y, der sie ihre Zustimmung gegeben haben oder die sie durchlaufen lassen haben, steht, dann gibt es ein Problem. Zu jeder neuen Legislaturperiode können die Abgeordneten ja bei den Fraktionsvorsitzenden ihre drei favorisierten Ausschüsse nennen. Wie wird denn danach überhaupt entschieden werden, welchen Ausschuss kommt? Da kann ich jetzt auch nur sagen, wie es in meiner Fraktion ist, aber nach der Erzählung anderer und nach dem, was man so sieht, ist das natürlich ähnlich. Der dann gewählte Fraktionsvorstand schaut erst einmal, was gibt es an Interessenbekundungen und Meldungen und welche Ausschüsse haben wir zu besetzen, mit wie vielen Sitzen. Das
bemisst sich ja nach der Stärke, mit der die Fraktion in den Bundestag eingezogen ist, wie viel dann der Fraktion zusteht. So, im Idealfall haben wir für jeden Ausschuss Bewerbung in erster oder wenigstens zweiter Priorität von diesen drei Punkten. Da hört man aber heraus, dass das nicht der Fall ist unbedingt. Naja, kann ja gar nicht. Ich habe ja vorhin beschrieben, nach welchen Kriterien auch Kandidatinnen und Kandidaten aufgestellt werden. Garantiert nicht mit dem Tableau der bisher gebildeten Ausschüsse vor Augen und mit dem Ehrgeiz. Und die jeweiligen Landesverbände der Parteien wollen natürlich erstens regional in der Fraktion entsprechend vertreten sein und natürlich auch mit den Schwerpunkten und mit den Persönlichkeiten, denen sie entsprechend vertrauen, denen sie auch zutrauen, möglichst viele Menschen zu gewinnen für die Demokratie, dafür überhaupt wählen zu gehen und im Zweifelsfall natürlich, das ist ein ganz legitimes Ziel, mit einer starken Fraktion dann einzuziehen. Das ist ein Prozess von mehreren, wo auch Fraktionssitzungen, Beratungen mit einzelnen Abgeordneten und zwischen den Abgeordneten vielleicht auch Verabredungen, dass man sagt, gut, ich probiere das in einem Ausschuss, von dem ich noch gar nicht wusste, dass es den gibt. Kann ja auch. Aber ja, ich brauche da eine besondere Unterstützung, vielleicht auch von jemandem, der da schon Erfahrungen hat. Und wir schauen nach einer gewissen Zeit, ob wir das vielleicht nochmal ändern können oder ob sich auch in der Fraktion Interessenverschiebungen ergeben, wenn die Arbeit erstmal aufgenommen wurde, so dass man nochmal Umbesetzungen vornehmen kann. Oder aber es gibt vielleicht auch, es sind ja dann, wenn die Ausschüsse gebildet sind, auch noch weitere Positionen zu besetzen. Ausschussvorsitze, Arbeitsgruppenvorsitze, vieles mehr. Schauen, inwieweit das überhaupt zusammenpasst oder wir auch da in der Fraktion nochmal Veränderungen vornehmen müssen. Im Zweifelsfall, wenn es gar nicht anders geht, gab es eben auch schon Abstimmungen, wenn es mehrere Bewerber gab. Dann muss die Fraktion zum Schluss, die Fraktionsversammlung zum Schluss entscheiden, wen sie in den Ausschuss entsendet und wen sie bittet, in einem anderen Ausschuss erst einmal tätig zu werden. Aber man versucht das natürlich irgendwie im Einvernehmen zu regeln, was natürlich nicht geht. Und da würden zu Recht die Wählerinnen und Wähler nicht nur den Kopf schütteln, sondern sagen, dafür haben wir euch nicht gewählt, dass man in irgendeinem Ausschuss nicht arbeitet, weil man in der Fraktion keinen findet, der diese Arbeit wegträgt. Klar. Was dann noch dazu kommt, ist ja, wenn erstmal steht, wie viele Mitglieder jeder Ausschuss haben soll, dann geht ja auch so ein bisschen der Wettstreit, so stelle ich mir das vor, darüber los, welche Fraktion den Vorsitz oder den stellvertretenden Vorsitz bekommt. Wie wird das genau entschieden? Ja, kommt der Ältestenrat wieder ins Spiel nach einem entsprechenden mathematischen Verfahren, was ich Ihnen nicht mathematisch erklären kann, um das gleich zu sagen. Das geht vielleicht auch zu weit. Genau, da müssen Sie sich noch mal jemanden einladen. Da wird ja nicht nur geklärt, wie viele Sitze die jeweilige Fraktion entsprechend der Stärke, in der sie in den Bundestag eingezogen, sie in den Ausschüssen hat, sondern dann wird genauso ein sogenanntes Zugriffsrecht dort festgelegt. Das heißt, wie viele Ausschussvorsitze stehen der stärksten Fraktion, in dieser Legislatur der CDU-CSU-Fraktion zu, wie viele der stärksten Oppositionsfraktion, in dieser Legislatur die AfD-Fraktion und so weiter und so fort. Das wurde also in einem mathematischen Verfahren entsprechend bestimmt. Und dann gibt es sozusagen eine Reihenfolge der Ausschüsse. Da stehen dann die vom Grundgesetz vorgeschriebenen relativ weit, also stehen weit vorne, dann kommen eben Innenausschuss und so weiter, also klar. Und dann ist es so, dass die stärkste Fraktion ihr Interesse an Ausschuss 1 anmeldet, also den Zugriff hat. Und dann geht das fraktionsmäßig durch. Dann kann also die nächststärkste Fraktion anmelden. Also wir greifen dann auf Ausschuss Y zu. Das muss nicht der zweite auf der Liste sein, das kann auch der andere sein. Es gibt ein Gewohnheitsrecht, dass der Haushaltsausschuss immer von der stärksten Oppositionsfraktion möglichst mit dem Ausschussvorsitz besetzt wird. Das hat dann natürlich auch was mit der Demokratie und der Transparenz zu tun, dass nicht die Regierungsfraktionen gerade in diesem wichtigsten Gremium den Hut aufhaben an der Stelle. Aber ansonsten geht das in der Reihenfolge nach Stärke durch. Und wenn das Zugriffsrecht der kleineren Fraktionen aufgebraucht ist, dann geht es nur noch zwischen den stärksten Fraktionen. In
jedem Ausschuss sitzt also eine festgelegte Zahl von Mitgliedern, die nach Stärke der jeweiligen Fraktionen geregelt wird. Ist also die Union stärkste Kraft, so wie in dieser Legislaturperiode, dann haben sie auch in allen Ausschüssen die meisten Mitglieder. Jeder Abgeordnete ist in mindestens einem Ausschuss ordentliches Mitglied und in mindestens einem weiteren Ausschuss stellvertretendes Mitglied. Die Abgeordneten einer Partei, die im selben Ausschuss sitzen, gründen innerhalb ihrer Fraktion noch eine zusätzliche Arbeitsgruppe. Dort bereiten sie dann die Ausschusssitzungen vor und vor allem findet hier auch die eigentliche Meinungsbildung der Fraktion als Ganzes statt. Denn in den Ausschusssitzungen selbst treten die Abgeordneten einer Partei immer schon mit einer übereinstimmenden Meinung auf. Vielleicht können wir das Ganze ja auch nochmal an einem Beispiel durchspielen. Vor kurzem wurde im Ausschuss für Inneres und Heimat, in dem Sie ja sitzen, ein Gesetzentwurf der Bundesregierung zum Schutz von Kindern mit Varianten der Geschlechtsentwicklung behandelt. Haben Sie vorher zusammen mit Ihren Fraktionskollegen aus der Arbeitsgruppe überlegt, wie die Haltung Ihrer Fraktion zu dem Thema aussieht? Wie kann man sich das konkret vorstellen? Das geht sogar noch viel weiter, weil da gab es erst einmal Beratungen auch in anderen Arbeitsgruppen und Arbeitskreisen, weil es geht zum Schluss natürlich um Fragen von Bürgerrechten und Demokratie. Auch Kinder sind Grundrechtsträger und deswegen ist es ja eben im Innenausschuss und im Rechtsausschuss dann auch entsprechend abschließend beraten worden. Aber hier sind genauso gesundheitspolitische Fragen, familienpolitische Fragen berührt. Und da holen wir natürlich auch die Expertise unserer entsprechenden Kolleginnen und Kollegen ein. Also ich weiß, dass meine Kollegin Doris Achelwilm genauso daran beteiligt war wie unsere frauenpolitische Sprecherin Conny Möhring oder unser Kinderpolitiker, sage ich mal, Norbert Müller. Schon weit im Vorfeld, bevor wir überhaupt dann in die Verhandlungen zu dem ja doch etwas spröden Gesetzestext dann zum Schluss kommen. Aber da ist bei solchen Vorhaben ist es ganz wichtig, dass wir uns klar machen, es geht nicht darum, dass uns die Fachpolitikerinnen und Fachpolitiker zum Schluss verstehen. Sondern wir müssen uns mal klar machen, was bedeutet das im richtigen Leben und welche Auswirkungen hat das in diesem Fall nun erst recht, weil es geht ja gegebenenfalls auch um Eingriffe, gegen die sich jemand gar nicht wehren kann, beziehungsweise der dann, wenn er volljährig ist oder das selbst abschätzen kann, sagt, das hätte ich anders entschieden und wer nimmt sich eigentlich das Recht, über mein weiteres Leben in dieser Weise zu entscheiden. Also da sind ethische Fragen abzuwägen und vieles mehr. Und deswegen sind wir da in der Verantwortung, uns vorher erstmal klarzumachen, worum geht's hier eigentlich. Und auch vorher schon, bevor gegebenenfalls die Fachanhörung in den Ausschüssen stattfindet, auch selbst nochmal uns schlauer zu machen, vielleicht auch ein entsprechendes Gespräch in der Fraktion zu organisieren. Fachgespräch nennt sich das. Wo wir vielleicht auch, also bei solchen Themen, nicht gleich ein öffentliches Gespräch führen, sondern auch uns selbst erst einmal so kundig machen, auch Sachverstand einladen, Betroffene in unterschiedlichster Weise in der Vergangenheit oder auch Interessengruppen, um erstmal das Thema in der Breite hoffentlich zu erfassen, um dann auch bestimmen zu können, wie gehen wir mit dem, was auf dem Tisch liegt, entsprechend um. Ich meine, wenn wir zustimmen, ist es ja einfach. Aber oftmals liegt ja auch der Teufel im Detail. Und wenn es dann darum geht, eigene Positionen zu entwickeln und entsprechend zu untersetzen, dann ist das ein Prozess, der ist nicht also mit einmal in der Arbeitsgruppe aufgerufen, einmal im Arbeitskreis oder in zwei Arbeitskreisen parallel zu organisieren, sondern bei solchen Dingen wird dann schon geschaut, dass jemand den Hut auf hat, ganz egal in welchem Arbeitskreis der verortet ist, der sich entweder schon mit diesen Themen befasst hat, oder vielleicht auch besonders engagiert ist, Expertise hat, kann ja auch sein. Und der organisiert dann arbeitskreisübergreifend auch entsprechend Meinungsbildungsprozesse. Und ganz zum Schluss, bevor das dann noch abgeschlossen wird in Ausschüssen und so weiter, wird bei solchen Themen auch über das Abstimmungsverhalten oder das vorgeschlagene Abstimmungsverhalten in der Fraktion geredet. Im Großen und Ganzen verlässt sich die Fraktion aber schon auf den Sachverstand der FachpolitikerInnen. Ja, es wäre sonst auch gar nicht zu leisten, wenn Sie sich die Tagesordnung einer Sitzungswoche angucken, wie viele Tagesordnungspunkte und wie vielfältig auch diese Tagesordnungspunkte sind. Also es kann mir kein Abgeordneter erzählen, dass er sich in jedes dieser Felder, in jeder Sitzungswoche einarbeitet. Und das sage ich auch aus einer sehr persönlichen Erfahrung. Gar nicht so einfach. Nur um das nochmal klarzustellen, als Mitglied einer bestimmten Arbeitsgruppe
Und eines bestimmten Ausschusses ist man als Abgeordnete dann ja quasi Expertin auf diesem Gebiet. Wieso äußern sich denn in den meisten Fällen vor allem doch die Fraktionsvorsitzenden vor der Presse zu Themen, die ja vielleicht auch in diesen Fachbereich reichen? Das ist oft ein Abwägungsprozess, auch in den Fraktionen. Und es ist auch kein Geheimnis, manchmal gibt es dazu Streit. Dass jemand sagt, also ich habe jetzt hier, weiß ich nicht, 2 Jahre lang an diesem Thema gearbeitet, war in allen Expertenanhörungen, habe in Fachzeitschriften publiziert, mich in die Debatte begeben, bin gefragte Gesprächspartnerin bei weiß ich nicht wem alles und habe das auch hier alles nach bestem Wissen und Gewissen reingebracht und jetzt nehmt ihr mir nicht nur die Redezeit weg, weil das irgendwie gerade ein Thema ist, was in allen Fraktionen plötzlich von den Fraktionsvorsitzenden oder anderen bedeutenden Menschen bedient werden muss, sondern im wöchentlichen Pressestatement stehe ich nicht neben der Fraktionsvorsitzenden oder dem Fraktionsvorsitzenden und trage das selbst vor. Das kann schon vorkommen. Andererseits eine gute Fraktionsführung achtet auch darauf, dass Fachpolitikerinnen und Fachpolitiker, die ganze Zeit die Arbeit wegschleppen, dann auch in der Öffentlichkeitsarbeit der Fraktion entsprechend nicht nur vorkommen, sondern auch wiedererkennbar für diejenigen, die mit ihnen an diesen Positionen ja gearbeitet haben in der ganzen Zeit oder vielleicht auch Kontroversen mit ihnen diskutiert haben, sie dort auch wiedererkennen. Alles andere wäre kein Erfolgsrezept, glaube ich. Wenn wir um Vertrauen auch außerhalb des Parlaments in unterschiedlichsten Bereichen werben, dass wir das sach- und fachgerecht machen und dass wir mit der Expertise, die da reinkommt, auch entsprechend umgehen. Also ich hoffe, das sehen meine Kolleginnen und Kollegen in der Fraktion ähnlich. Aber es ist so ganz konfliktfrei, ist das in keiner Fraktion, glaube ich. Das ist doch aber ein gutes Schlusswort. Vielen Dank für das Gespräch, Frau Pau. Sehr gern. Die Meinungsbildung der Fraktionen findet also schon statt, bevor die Mitglieder der einzelnen Ausschüsse in die Sitzungen gehen. In Arbeitskreisen und Arbeitsgruppen bereiten sie die Sitzungen dann vor, entwickeln eine Position, die die ganze Fraktion so tragen kann und stimmen sich, wenn nötig, mit den Fraktionsvorsitzenden darüber ab. Falls euch interessiert, in welchen Ausschüssen eure Bundestagsabgeordneten sitzen, schaut doch einfach mal bei uns auf der Seite vorbei. Da dokumentieren wir die Ausschussmitgliedschaften aller Abgeordneten. Ich verlinke sie euch in den Shownotes. Ich freue mich, wenn ihr den Podcast abonniert und uns eine Bewertung dalasst. Und wenn ihr mögt, hören wir uns in 2 Wochen wieder. Denn damit die in den Ausschüssen debattierten Gesetze überhaupt wirksam werden, muss eine Mehrheit der Abgeordneten im Bundestag dafür stimmen. Mit Patrick Schnieder, dem parlamentarischen Geschäftsführer der Unionsfraktion, tausche ich mich in unserer nächsten Folge darüber aus, wie er Mehrheiten für die Abstimmungen in der CDU und CSU organisiert und welche Rolle dabei die Fraktionsdisziplin spielt. Und ich spreche mit Katharina Dröge, die das gleiche Amt bei der Grünen-Fraktion innehat. Sie erklärt mir, welchen Einfluss die Oppositionsfraktionen bei den Abstimmungen ausüben können und warum manchmal nur ein paar Dutzend Abgeordnete im Plenarsaal sitzen. Also, bis in 2 Wochen. Ich freue mich auf euch. Tschüss! Das war Unter der Lupe, der Politik-Podcast von Abgeordnetenwatch.de. Konzept und Redaktion: Lea Briand und Josephine Andreoli. Produktion: Pool Artists.